Moin, moin und willkommen zurück zum Kerbal Modding Mittwoch. In dieser Woche mit SM Shoot, einem Eva-Fallschirmsystem oder Mod für Kerbals. Das heißt, ein Mod, was euch ermöglicht, euren Kerbals Fallschirme zu verpassen, um aus Kapseln oder Gebäuden oder Raumschiffen, ich empfehle es mit Raumschiffen nicht zu probieren, rauszuspringen und sicher zur Erde zu gleiten. Dafür braucht ihr zusätzlich zum SM-Shoot-Modul das Kerbal Inventory System. Das habe ich euch vor einer ganzen Weile schon mal vorgestellt. Einfach mal an Anfang der Playlist gehen. Falls ihr es nicht gesehen habt, da erkläre ich euch das Kerbal Inventory System. Davon kommen halt diese Teile und hier unten sind die beiden Teile, die euch das SM-Shoot-System gibt. Und zwar ist das einmal so ein Paragliding-Schirm, das ist der MK2 Kerbal-Shoot, der quasi als Paragliding-Schirm aufgeht. Und dann gibt es noch den MK2 Type 1 Kerbal-Shoot, das ist so ein Rundkappenschirm, den man benutzen kann. Genau, das sind die beiden Sachen, die ihr bekommt. Die kann man ganz normal, so wie ihr das vom Kerbal Inventory System auch für andere Eva-Items kennt, einfach per Drag and Drop, also gedrückt halten, reinfallen lassen, fertig. Das war's. Ich habe mal zwei mitgenommen, also zwei unterschiedliche Fallschirme. Und ich würde sagen, wir springen mal direkt in die heiße Action rein und probieren mal Fallschirm zu springen. Und dafür machen wir erstmal Höhe. Ich sehe vor meinem inneren Auge auch schon recht coole Versuche, hier mal irgendwie Base Jump von der Fab runter zu machen. Und vielleicht versuchen wir einfach mal über die Fab zu kommen. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. So ein bisschen in die Richtung. Zack, das müsste eigentlich auch reichen für unseren Bedarf, den wir heute haben. So, und was wir jetzt machen können, wir können jetzt einfach mal aussteigen und dadurch, dass das ja auf dem Inventory vom Seed 0 war, habe ich das jetzt auch in meinem Inventory. Und wie das jetzt funktioniert, während wir hier fröhlich beginnen in Richtung des Kerbal Space Centers zurückzustürzen, können wir ganz normal, wie man es vom Kerbal Inventory System kennt, mit Rechtsklick Equip den Fallschirm anlegen, dann hat man den hinten drauf. Und weil es cool ist, nehmen wir jetzt auch mal den Helm ab. Niemand braucht einen Helm. Nicht Jebediah zumindest. Und mit Rechtsklick auf den Schirm könnt ihr dann noch so Sachen einstellen, wie auf welcher Höhe soll er sich entfalten, was ist der Minimum Pressure. Und könnt dann mit Deploy Shoot den Fallschirm auslösen. Das mache ich jetzt natürlich noch nicht, weil ich möchte natürlich eine coole Landung auf der Fab hinlegen. Und wir haben noch ein paar Meter nach unten. Der Full Deployed ja eh ist bei 800 Metern. Da, 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 da. Mal gucken, ob ich es hinbekomme, auf dem Haus zu landen. Zack, Fallschirm auf. So, wenn sich jetzt Jebediah noch dazu entscheidet, sich mal wieder in Normalposition zu drehen, dann gucken wir mal, wie viel Steuerung wir hinbekommen können mit der ganzen Geschichte. Also es passiert so erstmal nicht allzu viel. Aber wir haben ja ein RCS-System und ich will jetzt mal probieren zu gucken, ob wir es hinbekommen, mit dem RCS-System auf der Hütte hier zu landen. Das Ganze könnte jetzt allerdings ein paar Sekunden dauern, habe ich so das Gefühl. Ich mache mal die Physics-Beschleunigung an, weil wir jetzt natürlich sehr, sehr langsam fallen. Und ja, wie gesagt, es gibt noch einen zweiten Fallschirm. Ja, wenn wir das jetzt ein bisschen, ich probiere mal mit RCS drüber zu kommen, dann kann ich euch vielleicht mal kurz den zweiten Fallschirm noch zeigen. Ich hoffe, ich habe dann so viel Zeit, ohne Jebediah umzubringen. So, jetzt machen wir die Physics-Beschleunigung mal aus. So, theoretisch bin ich jetzt oben drüber. Jetzt gucke ich mal, ob ich den cutten kann. Oh ja, kann ich. Cut. Equip. Und schnell den anderen noch ausprobieren. Deploy. So, das ist der andere Fallschirm, mit dem man dann noch so rumspringen kann. Eine Rundkappe quasi. Ich glaube, so inhaltlich unterscheiden die sich nicht viel. Also sind beide nicht steuerbar, außer ein bisschen übers RCS. Ich glaube, das gescheatet. Und wir probieren jetzt mal, ob wir es noch hinbekommen, hier tatsächlich aufs Helipad einen sauberen Telemat zu setzen. Ich befürchte, es wird nicht ganz hinhauen. Aber wir schaffen es auf jeden Fall, sauber und geschmeidig auf der Fab zu landen. Und unser erster Fallschirmsprung ist geglückt. Hervorragend. Und wir sind angekommen. Ja, cooles kleines Mod. Also ich kann mir vorstellen, und jetzt machen wir, kommt, wir machen jetzt einfach einen Basejump, oder? Einfach nur, weil wir es können, wir machen noch einen Basejump. Wupp. So, RCS aus. Ich kann mir vorstellen, dass man damit allerlei total lustigen Schabernack treiben kann. Also aus unglaublichen Höhen abspringen und solche Sachen. Und ich bin gespannt, was ihr mit dem Mod so anstellt. Ich probiere mich jetzt mal an einem Basejump runter von der Fab, um ja mal eine kleine Verwarnung für Jebediah zu kassieren. Oh, ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Ich habe nur noch einen Fallschirm. Vielleicht muss man aber auch fallen, damit man ihn deployen kann. Tja, es ist ein Versuch wert, würde ich sagen. Und wir probieren mal, ob unser Base Jump. Oh, die Richtung.
Unser Base Jump funktioniert. Oh nein! Komm schon, komm schon. Nein, der war schon verbraucht und. Oh Gott sei Dank, Jebediahs großartige Kniegelenke haben ihn gerettet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ungefähr so ein Basejump funktioniert, wenn man seinen Fallschirm vorher nicht durchschneidet. Also nur ein Use und dann ist vorbei. Man kann sie nicht nochmal benutzen. Haben wir das auch schon mal geklärt. Und ja, viel Spaß mit S&Shoot. Probiert mal von ein paar Sachen runterzuspringen. Ich nehme gerne Screenshots entgegen und bin gespannt, was ihr draus macht. Viel Spaß mit dem kleinen Spaß-Mod. Ich glaube, das ist eine ganz witzige Ergänzung, um einfach mal was komplett anderes zu machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Kerbal-Modding-Mittwoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.